Und ein herzliches Willkommen zurück zu Silence. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht, aber es sieht fast so nach dem Ende aus. Und ja, ich bin von Lyra Gambles als Hobby. Zusammen gehen wir jetzt zu diesem Lichterschloss. Oder Lichtschloss, wie auch immer. Das ist aber ein weiter Weg. Und bloß nicht stolpern. Dann ist wirklich gute Nacht angesagt. Wenn wir da jetzt stolpern oder ausrutschen oder sowas, dann so zur Seite runter oder so. Ich glaube, das ist nicht so gut. Dann ist Game Over, würde ich sagen. Auf jeden Fall ist das Spiel wirklich schön designt. Wow! Das ist der Thronsaal? Hallo? Falsche Königin. Bist du hier? Oh, sie kriegt Angst. Und wir können wieder was machen. Okay, ich würde mal sagen, wir müssen hier zum Spiegel, logischerweise. Aber da passiert bestimmt erst noch was. Endlich bringst du mir den Splitter. Nö, mach ich gar nicht. Ich mach den Spiegel kaputt. So. Brauchst gar nicht so blöd tun. Meinst du bloß, weil die Sucher dir gehorchen, hab ich Angst vor dir? Kein bisschen. Die Sucher suchen den Splitter. Das ist ihre einzige Aufgabe. Und wer ihnen im Weg steht, wird auch zum Sucher. Denn nichts ist wichtiger, als den Splitter zu finden. Den Splitter der Wahrheit. Achtung, sind wir auch ein... Hey, das bin ich unter dem Mantel und sowas. Und der Splitter ist über unserem Gesicht gezogen. Okay, dadurch erkennen wir uns selbst so gesehen. Aber du hast recht. Ich brauche diese Kreaturen nicht mehr. Sie können wieder die Menschen werden, die sie vorher waren. Du kannst sie zurückverwandeln? Ich nicht. Der Spiegel kann das. Sobald er wieder vollständig ist. Also bring den Splitter her. Aber du bist ja ich. Nicht ganz. Wie du siehst, fehlt mir eine Ecke. Und außerdem friere ich, während du in Wolle gepackt bist. Bist du die falsche Königin? Ich bin nicht falsch. Nur spiegelverkehrt. Und etwas lediert. Aber bald wieder vollständig. Aber wieso? Was hat das zu bedeuten? Viele Fragen, auf die du die Antwort längst weißt, aber nicht wahrhaben willst. Aber das ist mir egal. Du hast etwas, das mir fehlt. Also gib es mir. Ich will den Splitter. Ich würde eigentlich schon gern wissen, warum. Aber wir sind trotzig. Nein, den gebe ich dir ganz bestimmt nicht. Und ob du das tust, ich erfriere. Ich spüre meine Finger schon nicht mehr. Dafür tut mir der Kopf weh. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Na und? Mir doch egal. Oh, eiskalte Schulter. Mach doch selber die Augen auf und stell dich der Wahrheit. Ich mache es nicht länger für dich. Oh, wir sind wieder zurück in der Realität. Wieso liegen wir draußen im Freien? Wach auf, Noah! Noah! Bitte wach auf! Er ist tot. Da draußen gibt es nichts mehr für dich. Aber wenn du mir den Splitter gibst, wenn wir ihn einsetzen, dann wird Silence geheilt. Der Krieg dort wird nie aufhören. Aber in Silence schon. Und die Sucher werden wieder zu den Menschen, die sie vorher waren. Glaubst du, Janus und Sam werden wieder da sein? Das glaube ich nicht nur. Das weiß ich. Und Sedgwick auch? Sobald der Splitter eingesetzt wurde, auch wenn es da draußen kein Noah mehr für dich geben wird, der Sedgwick hier in Silence wird für immer an deiner Seite sein. Alles wird wieder gut. Was habe ich denn da jetzt?
Zerschlage den Spiegel. Ergänze den Spiegel. Na toll. Jetzt würde ich erstmal gucken. Können wir irgendwie speichern? Nein, das können wir nicht. Das ist jetzt echt Mist. Jetzt haben wir... Wir haben zwei alternative Enden, nehme ich jetzt mal an. Scheiße. Was passiert, wenn ich den Spiegel ergänze? Und was passiert, wenn ich den Spiegel zerschlage? Was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Aber ich meine, was bringt uns das, die ganze Zeit in der Illusion zu leben? Oder zu existieren? Ich weiß es nicht. Das bringt uns ja auch nicht weit. Hier sind wir zwar eine Königin und haben so Leute wie haben alle Menschen hier wieder zurück und plus Bot wieder, unser kleiner Liebling. Aber wie gesagt, das ist alles nur Illusion. Gibt's nicht echt. So bitter wie die Wahrheit aber auch ist, man sollte lieber die Wahrheit wissen. Also ich möchte zumindest nicht angelogen werden im Leben oder was vorgespielt bekommen. Ich will lieber wissen, was Sache ist, damit ich daraus größer werde und lernen kann. Ein cooles Spiel. Ist mir alles egal. Ich will raus. Immerhin hatte Cedric ja auch schon mal den Spiegel zerstört, um wieder rauszukommen, und da war ja auch alles gut. Jetzt zerfällt die Welt. Spiegler, Spiegler an der Wand. Oh je. Na, hoffentlich steht er wirklich wieder auf. Ich mochte deine Geschichte, Noah. Jetzt erzähle ich dir eine. Du meine Güte, was ein Ende. Es hätte ja auch eigentlich nur eine List sein können, dass sie sagt, Noah ist tot. Damit sie halt eben eine Splitter einsetzt in den Spiegel. Wie es eben so mal ist mit der Schattenseite, mit der Kehrseite, mit der bösen Seite, wie auch immer. Die versuchen einen immer hinters Licht zu bringen. Nur um ihren Willen halt eben durchzusetzen. Aber dass Noah jetzt wirklich tot ist. Das ist heftig. Junge, Junge. Ich glaube, ich werde das Spiel jetzt nochmal spielen?
Ich würde gern wissen, was als das andere Ende des Spiels dann nachher macht. Es ist ja doch schon ziemlich heftig. Wir warten jetzt mal die Credits hier ab. So lange melde ich mich nochmal ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Auf Wiedersehen. Thank you.
Errungenschaft, mich kann nichts aufhalten bekommen. Und damit sind wir wieder zurück im Hauptmenü. Ein trauriges Ende hat das Spiel. Zumindest bei dem Ende, was ich mir ausgesucht hatte. Hat ja linke Hand, rechte Hand, Engelchen, Teufelchen. Na, Engelchen, Teufelchen nicht, aber Illusion oder Wahrheit? Genau wie bei Matrix, rote oder blaue Pille. Viele kommen mit der Wahrheit nicht klar. Dann nehmen sie lieber doch die blaue Pille. Beziehungsweise den Splitter wieder in den Spiegel einsetzen. Und viele wollen halt eben, wie gesagt, das Leben nicht mit... keine Illusionen haben in ihrem Leben. Die möchten wirklich wissen, wie es ist. Die möchten raus aus der Illusion, weil sie nichts vorgespielt haben möchten. Und dann kommt natürlich der Ernst des Lebens, ist ja klar. Und der kann natürlich auch heftig sein. Aber wir haben natürlich dann auch zum Schluss gesehen, es hatte angefangen zu schneien und ein Lächeln kam auf den Gesicht des Mädchens. Also auch beim Ernst des Lebens kann man trotzdem noch Freude am Leben haben. Ist ganz wichtig, finde ich, statt dann zu versauern und zu trauern. Das soll es, denke ich mal, dazu sagen. Ich meine, klar, so schnell passiert es natürlich nicht. Es gibt immer eine Zeit des Trauers, jetzt nicht unbedingt so kurz wie hier am Ende des Spiels, aber wie gesagt, es geht auch wieder aufwärts. Okay, es war ein wirklich ein süßes, niedliches Spiel, auch immer wieder sehr lustig, gerade der Spot, der hat mir mega gefallen, der war süß. Das Ende, gut, ich habe jetzt anscheinend das blödere Ende gezogen, sag ich jetzt mal. Okay, von mir aus gesehen jetzt zwar nicht, aber vielleicht von manch anderen aus gesehen. Und dadurch war das Ende des Spiels jetzt natürlich nicht so schön. Wiederum kam mir der Gedanke bei dem Credits eben gerade, Kredits, wie auch immer, wenn wir jetzt in Silence geblieben wären. Ich meine, wir waren ja eigentlich nur in unserer Fantasiewelt. Das heißt, unser Körper hat zwar noch gelebt, aber lag da draußen in der Winterkälte. Gut, Koma kann, oder wie beim Schlafen, beim Träumen auch, die Träume könnten, kommen einem vor, als hätte man 10 Wochen lang geträumt, weil da so viel im Traum passiert ist, mit Tag, Nacht und was weiß ich nicht alles, und da macht man auf und es war aber alles nur in 8 Stunden Schlaf oder sowas, ja, also, aber was wäre, wenn wir jetzt in Seins geblieben wären, für immer, dann wären wir doch auch nur gestorben, und irgendwann wäre das mit Seins dann auch dahin, so gesehen, also, die Wahrheit so oder so wird siegen. Dann lieber gleich die Wahrheit. Und was aus seinem Leben machen, statt da nur rumzuliegen und dahin zu siechen. Okay, mit diesen Worten schließe ich jetzt mal ab. Das reicht jetzt. Ich glaube, jeder kann sich selber jetzt einen Kopf über das Spiel machen und das Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft mir gerne einen Daumen nach oben geben. Und auch immer noch ein Abo, damit ihr vielleicht noch andere Let's Plays von mir schaut. Ich würde mich drüber freuen und ja, das war Silence auf dem PC. Auch fantastisch, also fantastisch von der Option her, von der Grafik her. Mit von Löher Gameplays als Hobby. Auf Wiedersehen.